Willkommen zurück in Terra. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ach, wollte ich hier die Quest noch annehmen und so, glaube? Naja. Das kommt davon, wenn man nicht direkt weiterspielt. Ich hab zu tun. Zugegeben. Anfangs dachte ich, dass Porelino ein etwas langweiliger Posten sei. Ja, vor allen Dingen ist er total nervig. Aber hallo, das wird mich lehren, voreilige Schlüsse zu ziehen. Dämonen, wahnsinnige Hexen, wütende Spielzeugkatzen. Also ja, das kenne ich irgendwoher noch. Aber hier, die Quest ist wohl neu. Meine Schwestern haben in den Katakomben einen Altar gefunden. Moment, Schwestern? Ich habe gedacht, hier ihr komischen Hamster, Katzen, Hunde, Hasentypen seid alle Kerle. Und diese komischen kleinen Mädchen sind halt alles kleine Mädchen. Naja. Mahagi hat ihn entdeckt. Sie verbirgt sich im teuflischen Labor östlich von ihr. Die Muck... Was? Mikun... Was? Grrhe. Mikunari-Zauberer? Gott im Himmel. Die Ebenholz-Wichtel- Leibeigenen... Ach, kann man die nicht einfach irgendwie kürzer benennen? Und die, ja, Dunkelweber stehen euch im Weg. Vernichtet sie und findet Mahagi. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, super. Deswegen keine 5 Minuten im Spiel und schon habe ich keine Lust. Wenn halt die Mobs einen unterbrechen. Wieso zählen die hier nicht? Ach, das sind wieder diese Zwielicht-Leibeigene. Da hätten wir nur 6 Stück töten müssen. Aber von den anderen hier, von den komischen Krähen hier, müssen wir 4 töten. Toll. Ja, der hat sich auch wieder hier aus allem rausgehalten. Der dumme Wurf hier. Na gut, dann töten wir ihn halt so. Aber wir haben ja schon wieder extrem viel Leben verloren. Was seid ihr jetzt hier, andere Vögel? Extrem schwierig zu sagen, ob das jetzt hier andere sind oder dieselben sind wie eben. Ja, das scheint andere Vögel zu sein. Zählt für eine andere Quest und hier, das ist schon wieder respawned. Also ich hoffe, ich bin hier bald aus diesem... blöden Teil hier raus. Dunkelweber. Ah, super. Wo muss ich dann da hin? Hier durch? Dann doch. So.
Natürlich die Frage, wie sind die hier zusammengeknüppelt? Okay, das war jetzt irgendwie unsinnig. Da nochmal nachzuschlagen. Wenn der Mob ja sowieso schon tot ist. Okay, das war dann der vierte Zauberer. Mal gucken, wo diese Dunkelweber noch rumhängen. Na, auf jeden Fall sind hier meine Quest-Moppels. Ah, ich hab kein Mana, super. Das sollte uns auch einer mal sagen, dass wir kein Mana haben. Jetzt wartet mal, kommt mal her. So, das waren die vier Knötche. Und ja. Ich hoffe wirklich, ihr wollt nicht mir die Schuld daran geben. Ich war es nicht. Was es auch sei. Ich habe ein Alibi. Ja, ja. Moment, mein Alibi ist schreiend davon gerannt. Aber ich war es trotzdem nicht. Mhm. Klar. So, ja, ihr kommt zu spät. Die Dämonen haben den vergänglichen Wächter durchbrochen und versteckt. Helly befindet sich im Inneren und wenn sie nicht sterben soll, müsst ihr reingehen und ihr helfen. Geht zum Altar von Vadoma und benutzt das Teleportal, um ihr beizustehen. Bringt sie in Sicherheit, versucht das Siegel des Wächters wieder instand zu setzen. Ihr habt nicht viel Zeit, bin ja schon dabei. Ich dachte, bei dem Fest ging es darum, Spaß zu haben, zu lachen und Kürbissaft zu trinken. Wenn dieser Albtraum nicht bald aufhört, werde ich womöglich nie wieder lachen können. Das Lachen ist mir auch schon längst vergangen. Hier in der Hütte, also. Wir hängen hier seit 10 Folgen fast drin und, ja. Ist nicht wirklich schön hier. Die anderen haben mir schon viel über euch erzählt. Ja, und wie? In euren Händen klebt das Blut meiner Hexenschwestern, aber an diesem Tag sind wir alle so befleckt. Lasst uns die Sache zu Ende bringen. Warum fällt das Wort Leiche eigentlich in jeder Unterhaltung über euch? Ist ja auch egal. Dunkle Prälaten, was auch immer das sind, und die verzauberten Scheibenreißer bewachen die Kapelle. Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen ihrem Altar und dem, was hier geschehen ist. Darum müsst ihr sie vernichten. Die Zeit dieser Kultisten ist abgelaufen. Ja. Und da gibt es halt schlechteres Equipment, obwohl wir hier weiter in dieser schrottigen Kapelle drin sind. Natürlich kann man mit Hilfe von Magie Dinge herstellen, aber sie sind nicht von Dauer. Wenn sie es wären, würde die Kastanik jede Hexe hinrichten, die ihren Fuß auf die Erde setzte. Aber Schätze erfordern Zeit, Hingabe und Kunstfertigkeit. Vergesst das nicht. Der Weg in den östlichen Abschnitt sowie der östliche Teil der zweiten Ebene sind voll mit den giftigen Vampiren an. Schaltet sie aus, bevor sie euch erledigen können. Wenn wir das nächste Mal jemanden zur Unterhaltung anhören, nehmen wir Kastanik-Tänzer.
Und dass jetzt wieder diese komischen Clowns mit dem, was schon die ganze Zeit da schon zu tun hatten. So, und wo müssen wir hin? Ah, super. Lasst mich mal hier raus. Okay. Die sind auch schon mal tot. Ja, und da ist so ein komischer Vampir nah und da auch, aber der steht da irgendwo in einem Fass drin. Frage ich mich halt auch, warum jetzt der Vampirschlag nicht getriggert ist. Naja. So, nächster bitte. Was ist denn da eigentlich für ein komisches Gerät? Bin ich schon mal gespannt. Sieht ja auch so aus, als würde es jeden Moment hier rausfahren. Zumindest können wir uns an denen hier schön hochheilen. Zumindest mal etwas Fortschritt. Natürlich funktioniert der Plan auch nur, wenn wir uns dann nicht ganz böse verprügeln lassen. Ja, warum auch immer wir jetzt dann nichts getroffen haben. Da wackelt die Katze mit dem Kopf. Ja, was auch immer.
zum nächsten. Neues. So, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Muss ich da eventuell runter? Gott, da kommen die Hexenkönigin. Könnte mir natürlich jetzt hier anzeigen lassen, aber hier sind wir ja schon richtig. Ja. Hier für komische Skills gemacht. Ja, das ist wieder irgendwie so ein komischer Feuerball mit Zeitverzögerung. Jetzt scheinen dann wirklich irgendwie die, ja, die Folgeskills nicht mehr sich zu aktivieren. Zumindest mal nicht mehr so richtig. Es war manchmal das, wenn dann irgendwie der erste Skill nicht richtig trifft oder so, dass dann der Folgeskill nicht ausgelöst wird. Aber jetzt habe ich ja eigentlich immer getroffen und das hat trotzdem nicht hingehauen. Uncool? Nein! Ach, du ahnst es nicht. Ah. Ah, scheiße, ich bin jetzt hier im Kampf. Super. Sphäre, nimm sie mit! Okay.
hoffe nicht, dass wir da irgendwie hin müssen. Weil das ist echt uncool. Die sind auf jeden Fall schon mal tot. Jetzt müssen wir noch so ein paar Clowns erledigen und dann wieder zurück. So, Nummer 7, noch einer. Aber das ist ja kein Problem, die stehen hier an jeder Ecke. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und... ja, ich hoffe nur nicht, dass ich da wirklich da runtergehen muss gleich. Könnte höchstens sein, dass es halt auch eine Gruppenquest ist, weil... die Mobs da unten sahen nicht sehr... sehr nett aus und aua, haben auch einiges an Schaden gemacht. Oh, ah. Komm, fall um. So. Okay, das war's dann auch schon wieder für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Ich versuche, mich hier an dem einen Clown hier vorbeizustehlen. Bis dahin.